Was geht ab, Gemäßers? Hier ist Black Monster. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum My-Career-Modus von WWE 2K19. Ja, das letzte Mal haben das Vertrauen von AJ Styles gewonnen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir gehen noch zurück ins Spiel. How are you feeling after that big trip? A little jet lag? Yeah, a little. I mean, can't complain though. Look, I just wanted to say maybe I could have shown you a little bit more respect in the past. Yeah. You obviously proved in Japan that you deserve it. Hey, don't worry about it. Yep. I know you got the whole rookie treatment when you first got to WWE too. Das ist wohl. I definitely did. Yep. Maybe I was just doing the same thing to you without even thinking about it. Das kann sein. Though, right? Oh, John Cena. I don't know why John Cena is here, but I do know that Buzz will be in action coming up next on SmackDown Live. SmackDown Live. Ich bin schon sehr gespannt, welches Match mir da drin sein werden. Ah. The crowd is buzzing with the buzzing. Buzz oh man. Das ist derselbe Typ, der jetzt Boss Time und da da immer wieder sagt. Muss ich euch glaube ich nicht dran erinnern. Gehen dann los. Der Entrance ist eigentlich ganz cool. Ich hab den. Schade, dass er nicht mal aktiver Wrestler mehr Montag ist. Könnte aber wieder kommen. Tour of Five Live soll bald nicht mehr existieren. WWE presents from Chicago, Illinois. Ja, habe ich ein bisschen abgekürzt. Das hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich gewollt habe. Bam! STO erstmal. Und Schneider dreht. Ah, die wehren sich doch ab dieser Stufe ein bisschen mehr. Ich bin mal gespannt. Oh, 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 oh. Nee. Erstmal schön Turnbuckle oder Buckelbomb. Ja, sag ich doch. Ich könnte den Kommentar selber übernehmen. Ich könnte den Kommentar hier übernehmen. Erstmal schön Powerbomb. Ja. Oh Mann, ich liebe es. Und bam! Mal gucken, ob das ein Pin gibt. Nein. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Soviel ich weiß, hatte ich sogar schon einen Finisher gemacht gegen Englisch und der ist rausgekommen. Von daher versuche ich ihn jetzt Mürbe zu machen. Aber sind diese Matches, die sind halt zwischendurch. Ist realistisch, ist wie beim normalen WWE. Ich meine, heute bei Clash of Champions, was ja heute ist, wo ich es da aufnehme. Das ist schon so eine Sache für sich. Und bam! Das wird das Ende sein, denke ich mal. Jetzt der Buzzer, denke ich jetzt einfach mal. Und natürlich unterbricht uns der Referee, weil er nach Englisch checken muss. Aber das wird es wahrscheinlich gewesen sein. 1, 2, 3. Jupp. Perfekt. Perfekt. Übrigens, ja. Das sind Roman Reigns und Shibu. Die habe ich mir mal geholt, weil sie günstig waren. 10 Euro. In der Live-Tour, wo ich gerade war. John Cena! Was machst du denn hier? Ah, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr mal gespannt, ey. Das soll ja eine andere Stimme da im Spiel haben. Hat Cena wahrscheinlich keine Zeit gehabt, die einzusprechen. Ist er beschäftigt mit Filmen und alles momentan. Ist er so also fast schon ein zweiter Rock geworden? Für seinen ganzen Film. Ja.
Take it easy, partner. Ja, andere Stimme. At least not yet. I'm here because I've heard all the buzz. The buzz, yeah. The buzz. You gotta see this guy who's blowing up on the indies. Yep. You gotta see this guy who invaded NXT and stuck it to Triple H. Yep. You gotta see this guy who won the US title and defended it in an open challenge week after week. Yep. I wonder where he got that idea. Ja, hat er ja auch gesagt, dass die von dir ist. Guy, Japan, Anfang an. Nakamura and AJ Styles in the dome of all places. Yep. Now most people would get caught up in all that. But not me. Echt nicht. You see, I've been around for a while. And so many times I've heard all the buzz. And then when it comes time for me to actually see what's behind the buzz, it doesn't measure up to the hype. So I'm out here tonight because I want to know. Do you measure up, Buzz? Oh, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir gehen Cena kämpfen, oder? Ja. Um zu sehen, was er drauf hat. Well, this might come across as arrogant, but I believe I measure up to every bit of the hype. No, that's good. You should be confident in yourself. But I also understand it's one of those need to experience it firsthand to believe it sort of things. Yep. So if you truly want to find out if I measure up, how about you and me go one-on-one at SummerSlam? Richtig. After that, all your questions will be answered. Yep. So ist es. So ist es. Let's do it. Yeah. So mag es John Cena auch. Also, besser kann es nicht laufen. Die nächste Woche. Oh nein, Randy Orton. If anyone knows anything about having immediate success in the WWE, it's me. After all, I was the youngest world heavyweight champion in history at the age of 24. World Heavyweight Champion, ja. Chris Benoit geschlagen. Gimmicks like viral videos or invading someone else's show to make it to the top. No, I did things the right way. But that's not what gets rewarded these days, is it? No, now you get caught on the indies, show up, win a few matches on SmackDown, they get handed a main event match in one of the biggest shows of the year. SummerSlam. Well, I am sick of it. Oh, man. I am sick of it. I should be facing John Cena at SummerSlam. It should have been me. That is my spot. Give me what I want. By God, King, it's Boss King. By God. Look, I can give you an entire list of reasons why I'm facing John Cena at SummerSlam. Yep. But instead, let me give you one reason why you're not facing Cena. Because we've seen that match over and over again. Yep. The WWE Universe wants something new and exciting. Yep. Cena versus Orton Part 589. Das ist richtig. I don't give a damn what the WWE Universe wants. Yeah? Well, I do. And since we have unfinished business after you cost me the US title, how about we give them a match they've never seen before? Oh. You versus me right now. Yep. What's in it for me? The chance to prove everything you just said about me. Richtig. That's fine. Well, bist ne Pussy. I was thinking more like if I beat you, I take your place in the match versus Cena at SummerSlam. Soll er von mir aus machen. Do you want to shut up all the critics and earn your big main event opportunity? Earn? Haben wir schon. Or do you want another handout? Kriegt er schon. All right. Ja. To prove to you and everyone else that I've earned everything I've ever gotten. Yep. I'll put my spot in the SummerSlam match
on the line. Perfekt. I look forward to taking it from you by giving the WWE Universe something they have seen before. Me hitting you with an RKO. Oh. Na, dann wollen wir mal gucken, ob er da sich mit Beinen halten kann. Oh, scheiße. Followway Slam erstmal. Schaut euch, ne? Habt ihr den Glitch gesehen, ey? Habt ihr den Glitch gesehen, ne? Der war Hammer. Der war Hammer. Dich kriegen wir schon fertig, Randy. Dich kriegen wir schon fertig. Glaub mal. Oh oh. Oh oh, er hat die Tights. Er hat die Tights. Das war. Das war eine ziemlich schlimme Sache. Aber wollen wir mal gucken. Das kriegen wir schon hin. Es wird erstmal umhergeschmissen. Und wumm. Sehr gut. Also, seid doch mal ganz ehrlich. Er. Also sein Outfit und sein Aussehen passt zu der Stimme doch, oder nicht? Ich finde schon, dass die Stimme absolut zu dem Charakter passt. Und der Charakter zu der Stimme passt. Deswegen, wenn es nächstes Jahr wieder ein Mike Rear-Modus gibt, also dieses Jahr so sagt, bei 2K20, hoffe ich, dass man ihn genauso wieder hinkriegt. Weil wenn Bass wieder drin ist, dann will ich das auch machen. Und der Slam, bam, bam, bam. Oh, war im roten Bereich. Oh nein, der Triple H schon wieder. Mit Slatchy. AJ! AJ Styles might have something to say about that. Jawohl. This is career suicide. Friendship over money, Corey. All those people are idiots. And the ref goes down. Und bam! So, jetzt kommt erstmal der Finisher. Der Buzzer! Bam! Das war's. 1, 2. Wir haben den Platz behalten. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich dachte mir schon, dass Triple H eingreifen wird, aber das hat nicht geholfen. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, ey. Puh. Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass Bass den Platz behalten hat, ey. Here is your winner, the X-Factor, Billy Graham. This was a much needed win. The Apex Predator. They'll pray to a better opponent tonight. I can't believe it happened. Guys, it sounds like we can all agree that was an extremely impressive win. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich hab schon gedacht, das Ding verlieren oder geht ein Triple Threat Match, ey. Gott sei Dank ist das nicht passiert. My back out there with Triple H. If it wasn't for you, I might have lost my chance to face John Cena at SummerSlam. Richtig. No problem. I know you don't have any allies on SmackDown, but from now on, you can trust me to be there for you. Whew. I saw what you did out there tonight. That took some guts to put your match with me on the line. Yep. Honestly, I'm surprised you did. I wouldn't be where I am if I played it safe. I don't take the easy way out, and no matter what obstacles are put in front of me, I never give up. Never give up. Interesting choice of words. Yeah, well, that's just how I live my life. For me, it's not just a catchphrase to sell towels. And you think that's all it is for me? I busted my ass for everything I have. Das war. And will continue to do so until someone has to drag me out of that ring. Guys, you have a match coming up. How about you settle this in the ring? Yep. You know what? That's a good idea, AJ. Das ist wahr. With all this talk about never giving up, how about you put your money where your mouth is? At SummerSlam, how about we make our match a submission match? Submission? So willst du das also spielen? Like I said, I don't play things safe.
So you got it. Oh, God. I hope you're ready to dance at SummerSlam. Because I'm gonna make you tap. Hey, come on, that's enough. Pass auf, ja. Are you sure that was the right decision? Nee. No, not at all. I need to start learning some more submission moves ASAP. Yep. Aber gut. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt hier einen Break, weil demnächst werden wir gegen John Cena beim SummerSlam antreten und oh meine Güte, ey. Submission Match gegen John Cena. Never give up. Hat er als Motto. Das wird ein hartes Match. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir liebend gerne ein Abo dalassen, um mich weiterhin zu unterstützen. Und natürlich einen Daumen nach oben dalassen, um das Video höher zu bewerten. Und ja, da würde ich sagen, dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss.